tatsächlich auch was sehen können und damit ich tatsächlich auch die Aufnahme gestartet habe, damit das auch tatsächlich auf YouTube gehen kann. So. Ja, Bild, alles cool. Bin voll da. Bin voll da, ihr Stinkies. Stay away from the Summoner und so, ne? Hui, danke, Jurati. Mein Montag ist immer scheiße. Jedermanns Montag ist immer scheiße. Es liegt daran, weil Montage generell scheiße sind. Montage sind voll wurstig. Hey, sweetie, something I want to give you. Wow, you're giving this to me? Eins der coolsten Schwerter, wie ich finde. So generell, so vom Design her. Ich weiß nicht, ich liebe das Design von diesem Ding. That's the sword you gave Chapu. Well, he never used it. Where's Yuna? Wir wollten Bären jagen. Bär hat Chapu gejagt. War witzig. Yuna came to this village 10 years ago, when the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. Oh shit, Kasia auch am Hosten, boy! Also, wenn ihr... You really don't need all that luggage. They're not really my things. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation, Yuna. I guess you're right. Untertitel, ich werde garantiert nicht deinen Koffer schleppen. Alter, was soll denn los hier? Alles eskaliert. Okay, off we go. Muss ich jetzt immer eine halbe Stunde früher anfangen, damit alle mit Hosten dran sind? Mein Danke, Leute. Bull! Haben wir Kimari jetzt überhaupt schon? Warte mal. Oh shit, wir haben noch nicht mal Kimari. Ja, aber ich glaube, so lasse ich das erstmal. Lulu ist zwar immer ganz nett und toll. Ich habe uns Muckermann genannt. Das habe ich total vergessen. Das Bild von, auf das Bild von Wacker komme ich immer noch nicht klar. Okay, gut. Ich kann sowieso nichts machen. Boah, shit! Ich habe auch übrigens ganz vergessen, der Kampfstil von Wacker, ne? War das nicht? Yo, Cat wrecked. No problem. Not too shabby. You kept up with him pretty well. Might make a good guardian someday. Jo, geil, geile Wache. A flyer, my kind of customer. Ja, es greift dich erstmal an. Schmeiß ihn mit dem Ball. Aua! Ich finde die Tatsache zu doof, dass Wacker einfach Leute mit Bällen bewirft. Und dass das auch noch funktioniert, krasserweise. Achso, ne, warte, hier. Warte, wie ging das noch? Ausrüstung, genau, so war das. Die hab ich. Turnierball. Ich ball dir gleich ein. Dat Ball! Dat Ball, Boy! Wie kommt der Ball eigentlich immer zurück? Gute Frage eigentlich. Ein Schleim. Nee, ich brauch dafür Magie, das musst du mir nicht beibringen. Ich weiß, dass ich damit keinen Schaden mache. Only magic can beat that thing. If you can't beat them down, you gotta use magic of an element they don't like. Magic? Element? Let's have our black mage show you what I mean. Geil, Tutorials! You're up. Clueless, aren't you? Good thing I'm here. Die Elemente, ja geil, ich weiß. Spells of ice work well against fire fiends. And ice fiends are weak against fire magic. You follow? I get fire and ice, but what about lightning and water? Lightning and water are opposed, just like fire and ice. This one here is a water fiend, which means... Wir benutzen derbes Blitz.
Es funktioniert im Pokémon auch immer. Warum macht sie diese Pose auch? Nur mal so. Take your time. Sup, Superboy. Danke fürs Hosten. Let's get going, man. Wasserpudding. Wonach schmeckt er? Nach Wasser. Are you ready? Yo, Dark Super Saiyan, what up? What's going on? Verstehst du das nicht? Du bist gerade der Typ auf der Party, der immer merkwürdig ist. Nur mal so. Yeah! Mukaman Level Up. Achso, ja. Jo, was wackert, wacker? People leaving the island pray here for a safe trip. Chapu didn't pray that day. Said he'd miss his boat. Tja. Yoga Betung. That should do it. Hat das einen Effekt auf meine Zukunft? Werde ich jetzt weniger sterben? Ich mache es nochmal, nur um sicher zu gehen. Yoga-Betung. Speichern. Ja, speichern geht immer. Speichern ist sicher. Können wir auch wieder 10.000 Spielstände ansichern. Ich liebe diese chillige Musik hier, ey. Oh, by the way. Ich glaube hier... Oh, shit! Das Gesicht, ey. Da, warum kriegt Kimari so eine übertriebene so ein übertriebenes Au! Du Penner! Ich will nur auf mich selber anfeuern, das ist eine Idee. Ich hau ihn einfach! Wow! Das, ne? Haya! Sag mal, Kimari, kannst du was? Zacka! Whoopie! Sam! Alter, das ist, ne? Ha ja! Vernichtend! That's enough! Ich fand ihn scheiße. What's with that guy? Kimari Ronso, of the Ronso tribe. He's learned the fiend's way of fighting. That's not what I meant. He's another Yuna's guardians. Huh? And he's an asshole. Sometimes we don't understand him either. Kimari doesn't talk much anyway. Mm. But he has protected me since I was a child. Hm. Das Schlimme ist, wir müssen den Kerl hin und wieder im Team haben, weil er, ja, wie gesagt, der lernt halt alles von Gegnern. Ja. Und ohne Scheiß, ich habe damals, um genau zu sein, es gibt einen Gegner namens Omega Weapon. Ist einer der optionalen Gegner, der optionalen Bosse. Und, so können wir es auch machen. Nice. Und ohne Scheiß, Kimari kann von diesem Sonderboss eine Fähigkeit lernen. Und die heißt Supernova. Die ist einfach super cool, ist die. Ja,
Ey, bist du hässlich. A flyer. That's your department, right? True, true. But, why don't we let our summoner show us what she's made of? Oh, geil, übers Wechseln. Geil. Ja, verpiss mich. Your first real battle. Let's see some style. Show us what your training has taught you, Yuna. Okay. Die Beschwörung. Yuna kann während des Kampfes mit Befehlen beschwören. Bestia beirufen. Dieser Befehl steht Yuna zur Verfügung und kann im Kampf jederzeit benutzt werden. Bestia verlieren MP, werden fallen, verschwinden sie und sind dann eine gewisse Zeit nicht verfügbar. Die MP Bestia werden speichert und wird geheilt. Scheiße, los Weehawk! Mach dein Ding! Shoutouts to Weehawk! Der kommt jetzt hier nämlich in den Stream. Von da oben. My boy. Wow. Wow. Das ist so cool. Ach shit, das Ding hat ja Schwarzmagie drauf. Stimmt. Wing Cutter. Fuck you. Ist ein normaler Angriff stärker? Ja, wow. Was willst du eigentlich? Magst du Feuer? Hab Feuer! Oh, das ist gut. Das ist gut. Aua! Okay, warte. Ich hab noch mehr. Magst du Blitz? Hier, hab Blitz! Aja! Ohne Scheiß, ich werde jeden hier irgendeinen bescheuerten Spitznamen geben. Dass das jetzt hier Weehawk ist, ist im Grunde Zufall. Es passt einfach. Okay, Magie ist generell nicht so toll bei dem Ding. Um genau zu wissen, ist es effektiver als normaler Angriff. Boy! So, jetzt geht's ab. Pass auf. Einfach ausrasten jetzt. Laserstrahl. Dinner Laser. Dinner Laser. Gegen ringfügig Overkill. Dinner Laser. Das ist so cool. Beschwörungsmorg, warte mal, ist das? Ach, cool. Kann ich... Gruppe. Ja, okay. Die zweite ist also noch nicht für Fares. Ich habe gerade erst angefangen mit dem Spiel. Also geh zurück nach Gisei, dann finden die Frau mit dem Hund. Sie gibt dir was Gutes. Okay. Ich soll also nochmal ganz zurückgehen jetzt. Fände ich ein bisschen uncool, dass ich das machen muss. Aua! Nee, definitiv nicht auf Platin. Are you fucking nuts? Ich hab einen Kollegen, der das gemacht hat. Und der hat gesagt, so, das ist Wahnsinn. Um genau zu sein, psychopathischer Wahnsinn. Wasser vielleicht? Hab Wasser. Na gut, wenn du meinst, dann geh nochmal zum Dorf zurück. Ich hoffe, du hast recht. Ich meine, Alpha Weapon Omega, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Anspielung auf Final Fantasy ist. Aber ich trau dir. Dann gehen wir gleich nochmal zurück. Werden wir jetzt wahrscheinlich ein paar Viecher bekämpfen müssen auf dem Weg, aber gut. Wie willst du Bahamut nennen? Ich habe noch keine Ahnung, wie ich jeden nennen will. Also von daher... Bam! Nee. Wham! Von daher, ich habe noch nicht mal Ahnung, wie weit ich überhaupt spielen werde. Also ich möchte eigentlich an sich das Main Game schon durchspielen. So viel ist man sicher. Kannst du aber definitiv wollen. Stimmt, wenn ich erst
wenn ich ja später wieder hier wieder hin zurückgehe, werde ich es bereuen, das weiß ich noch. Mal Wappen, das war doch... Ach nee. Blindschutz, nice. Ja gut, müssen wir uns zwar jetzt auf dem Rückweg nochmal ein bisschen kloppen, aber ich sag mal so, das Spiel hat mir beigebracht, überlevelt zu sein ist nicht unbedingt was Schlimmes. Der nächste Boss wird dir sowieso zeigen, dass er dich nicht mag. Okay, ich hätte jetzt gedacht, wir müssen hier uns mit mehr Viechern anlegen, aber offenbar ist die Spawnrate nicht so krank. Also eine Bestie werde ich auf jeden Fall Fleischfield nennen, so viel ist man sicher. Ich weiß nur noch nicht wen. Anima vielleicht? Oder Jojimbo! Wir nennen Jojimbo Fleischfield. Das wäre sick. Fanservice Lulu, aber natürlich. Was wäre dieser Stream ohne Fanservice Lulu? Irgendwie müssen die Spenden noch reinkommen. Sorry. Das mache ich nie wieder. Stay away from the Summoner? Was willst du, Abtrünniger? Scheiß Rassistenfrau. What the fuck? Okay, Frau mit Hund. Du bist keine Frau mit dem Hund. Ich weiß nicht mal, ob du eine Frau bist. Frau mit Hund, wo bist du? Wo ist deine Frau? Wo ist dein Hund? Du bist eine Frau höchstwahrscheinlich, du bist aber kein Hund. Oh, ich kann hier Sachen kaufen. Kämpferschwert, Besprungsmaul. Ich glaube, die kriege ich hier sowieso alle. Aber Items möchte ich bitte kaufen. Zumal ich glaube... Ich habe gerade 5 Phoenix Downs. Ja, gut. Wobei, wir haben Yuna. 10, damit wir ganze Stacks haben. Erst die Shop-Tante ansprechen. Okay, warte mal. Shop-Tante. Ach, der Abtrünnige. Aber jetzt musst du aber Leitsätzen leben. Ah, darauf sind lange Medium Anschluss zu nehmen. Wenn Abreise im Medium und dann macht er schwerer. Red also einfach mit jedem. Ach so. Weiß nicht mehr, wie der aussieht. Ja gut, dann reden wir einfach mit jedem. Red einfach mit jedem. Klingt nach einem Plan. Cool, niemand. Geile Aussage, red also einfach mit jedem. Hier war ja... Genau, hier war das. Hier sind auf einmal Katzen. Mau. Ich kann nicht mit den Katzen reden. Ja, das kennen wir schon. Danke, 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 danke. Bist du eine Frau oder bist du ein... Nee, du bist ein Typ. Okay. Okay, bessere Tipps geben. Dude, kein Problem. Solange sich das jetzt am Ende lohnt, ist ja nicht schlimm. Und selbst wenn. Okay, es könnte ein Typ mit uns sein? Arbeit liegen lassen, Meter war schön gegangen. Aber nur erledigen, eine Frechheit ist das. Hat irgendwas im Maul. Etwas Vollgesabbertes erhalten! Okay. Okay. Danke, 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 danke. Ja, jetzt hat der Ekstase Solaris Strahl. Der ist um einiges stärker gewesen. Okay. Vielen Dank für den Tipp. Alter. Weil ich weiß, man kommt erst viel, 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 viel später wieder hierher. Und wenn man hier hinkommt, wird das Dorf von der schwarzen Bestia bewacht. Eins der stärksten Gegnern hier in-game. Im Grunde hier optionale Bosse und die Dinger haben Sinn sich. Hab ich nie auf faire Art und Weise besiegen, muss ich sagen.
Nochmal vielen Dank für den Tipp. Ich wäre da echt dran vorbeigerannt. Ich hätte das echt komplett vergessen. Ja, Solaris-Strahl. Man könnte auch Solarstrahl sagen. Scheiße, ich habe Weehawk Solarstrahl beigebracht. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was ich tatsächlich irgendwann bereuen werde. Ja, die schwarzen Bestien sind echt nervig. Zumal, ich habe damals nicht gewusst, dass du, um Anima zu bekommen, also auch eine optionale Bestie, die du bekommen kannst, dass du, konnte ich da nicht irgendwie runter? Ach nee, das war später ein Weg. Ich wusste nicht, dass du dafür, ja, alle Truhen aus den Dungeons haben musst. Und dann wollte ich zu den Dungeons zurück und dann ich so, oh shit, ich komme gleich zurück, weil vor jedem zweiten Dungeon hier eine schwarze Bestie stand. Da war ich ein bisschen fucked. Okay. Schmeiß den Ball! Aua! Mein Kumpel war damals mal voll blöd, der hat mit Lulu immer hier physisch angegriffen, anstatt magisch. Der Typ hat auch Kleber gefressen, also von daher, ich weiß auch nicht. Yeah! So, aber ich glaube, ich werde nicht bei jedem Level-Up immer direkt hier alles ins Ferobrett ballern. Ich glaube, das können wir uns hier dann und wann immer machen. Nee. Na, na. Da sollen wir lang. Okay. Aber ohne Scheiß. Ich wusste. Damals wusste ich das. Ich hatte damals Solarestrahl. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe vergessen, dass man den jetzt schon bekommen kann. Beziehungsweise ich wusste es nicht mal. Ich dachte, das wäre so eine Sache, die kriegst du dann erst später. Na bitte, vergiss mich nicht. Wer bist du nochmal? Warum bring mir was? Alter! Yo, what up? Swag move. Wusste man, dieser Tag immer kommen würde. Yo, Alter. Traurig. Reiset wohl. Mit euch sein. Nehmt dies als Geschenk, ein altes Stück aus dem Tempel. Ein Reisering. Wer trägt. Ach ja, stimmt. Reisering. 10% mehr HP. Ja, ein bisschen HP für den Heiler. Warum nicht? Habe ich das übrigens richtig in Erinnerung, dass Wacker später total broken ist? Nur mal so. See you, Nerds! Ohne Scheiß, ich habe in diesem Spiel nie Blitzball gespielt. Nie wirklich zumindest. Ich habe das erste Match abgesessen und dann, ja. Eine Heulung. Goodbye. Du, du, du. Du, du, du. Worship. Weehawk würde ausrasten, wenn er hier wäre. Worship. Kriegsschiff. Bro, das Kind heult. Yo, what up, bitch? Kannst mich nicht abschütteln? Looking at tits. Brush ship.
Bei den Chocobos ist ein Bad-Buch. Okay, das ist gut zu wissen. Ich kann mich ja jetzt zum Glück, glaube ich, noch auf dem Schiff umgucken. Hier ist nichts. Ich gehe mal unter Deck. Oh, those fascinating clothes you're wearing. Wow, du siehst scheiße aus. Filthy, filthy. These won't sell. All me name's not Awaka. Don't look like you got much money either. I've no business with you. Out of me way. Who do you think you are? Awaka the 23rd, merchant extraordinaire. Du bist ein Arschloch? Don't know me? Well, not many do. Not yet. Ja, natürlich kennt dich niemand. Du bist ein Arschloch. Natürlich kennt dich niemand. Sackgesicht. Truhe. Truhe. Allheilmittel. Schlecht, bin seekrank. Versager. Ist total schlecht. Ja, gucke wieder sehr schlecht, deswegen gucke ich weg. Oh, Leute, was... BAM! Yeah! Potion! Kann ich dann nochmal treten? Yeah! Potion! Yeah, Potion! Puff! Yeah, Potion! Yeah, Potion! Mal gucken, was jetzt passiert. Oh, geil, Potion! Und jetzt? Guck mal, eine Potion! Und jetzt? Eine Potion! Noch eine vielleicht? Guck mal, eine Potion! Leute, da ist eine Potion drinne! Da ist keine Potion mehr drinne! Da ist keine Potion mehr drinne! Du Scheißkoffer! Mann! Du Scheißkoffer! Gib mir mehr! Fuck you! Tidus ist voll der Gangster, er tritt einfach einen wehrlosen Koffer zusammen. Okay, belassen wir es dabei. Einmal speichern, bitte. Danke. Oh Mann. Oh, geil, eine Potion. Oh, das ist so blöd. I'm not at liberty to talk about our plan. Cool, du darfst das nicht reden. Restricted area. Our operation depends on... Du bist ein Arschloch. Was ist mit dir? Bist du auch... Ach ja, du... Someday, the name of Walker will be spoken. Although... Say, lad, you wouldn't have a bit of gill to lend. Verdienst doch selber! Aber gut. Arschloch. I guess it pays to ask, thank you kindly, lad. Fine seed money for the Awaka Merchant Empire. Mit 200 Gil. Ja, viel Glück dabei. Ah. What the heck is that? What the heck is what? What is this place? The power room, like it says on the door. Yeah, but why the big birds? What's so strange about chocobo power? Chocobos? Those are ökonomisch. What? Chocobo-Fleisch ist 100% vegan. What kind of backwater island did you come from, anyway? Mr. Zircon does not require bolts. His currency Miracles is pain. Miracles and oddities were starting to become daily routine on this trip. Alter, Skadion, danke für die 5 Euro. Ich konnte zwar gerade den Kommentar nicht lesen, weil der so klein war. Sie singt da! Das ist süß! Hi, Bad Lexikon! L ist gleich C, okay. Ich will immer noch den. Ich will am liebsten das Bad Lexikon finden, wo das D ist. Wo das D übersetzt wird. Okay, ich glaube, wir sind hier fertig. Wir können auch noch nach oben. Nach oben. Oben. Okay, nee, nach oben ist hier oben ist gar nichts. Sehr schön. Aber wir können hier rein.
Na, was geht, Leute? Nickerchen machen. Schönes Wetter, die Seeluft wird uns bestimmt gut tun. Ohne Scheiß, Seeluft macht verdammt müde. Lese den Text durch, würde ich auf etwas anderes hinweisen. Das Problem ist, ich muss das bei meinen Donations mal einstellen, dass ich die Kommentare tatsächlich richtig lesen kann. Sonst warte, gib mir mal eine Sekunde. Gib mir mal eine Sekunde. Ich gehe mal ganz kurz auf mein Dashboard und lese mir das einmal durch. Gib mir eine Sekunde. Donation Dashboard hier, Sekunde. Scott Young kommt vorbei. 3, 4, dein Stream Take dankt es mir. 5, 6, es holt sich die Hex. 7, 8, bald ist Halloween. Nacht. 9, 10, deine Bibel will mich bald wiedersehen. Oh oh, ich glaube, Scott Young will mir unterbewusst drohen. Aber nur unterbewusst. Aber trotzdem, Mann, danke, Dude. Ich glaube, ich gehe trotzdem lieber nochmal nach unten und speichere nochmal. Weil ich glaube, hier kommt gleich ein Boss, wenn mich nicht irre. Deswegen. Nee, ich danke, Dude. Ja, auf jeden Fall, ich bin auch ziemlich seetauglich, muss ich sagen. Also ich komme auf Schiffen klar. Ich komme am Hafen klar. Und ohne Scheiß, Seeluft macht so unnormal müde. Also wenn du hier im Norden wohnst hier und regelmäßig am Hafen bist, dann irgendwann nicht mehr, weil du immun gegen die Scheiße bist. Come to think of it, I haven't told you where we're going. Aber ja, ich finde, das ist geil. First to Kilika Island, then we change boats and head for Luca. For that though, Yuna's gotta pray at the temple. Also aktuell spare ich ja, was Spenden angeht, auf eine neue Webcam. Weil die ich habe, die ist Gülle. Deswegen möchte ich aktuell nicht mit Webcam streamen. Also nicht wirklich. Don't look at me. Und was ich mir auch neu zulegen würde, wäre eine neue Kamera. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, meine Kamera hat nicht so den geilsten Sound. Und ja, es ist ja so mittlerweile schon ein bisschen alt. Von daher, das sind so aktuell meine Spendenziele. Schön, dass wir das geklärt haben. Word is, that summoner's got noble blood. I heard she's Lord Braska's daughter. You don't say. Lord Braska's daughter? Moment, musste ich nicht jetzt? So, is Yuna's father famous or something? She's the daughter of High Generell, Meeresluft ist super schön. So frisch, so chillig. Lord Braska defeated Sin 10 years ago. Yuna's the heir to a great legacy. Sie ist hype. It's tough when your father's famous. Huh? Walker's a bit lacking in the imagination department. Ich glaube, den Jackshot kann man sich ja später besorgen in der Cutscene. I'll keep that in mind. Und das muss man erstmal hinkriegen. Aber ich glaube, ich habe zwar geil gehabt das eine Mal. Warte mal, was? Habe ich ihm gerade... Ich glaube, ich habe ihm einen Tipp gegeben, wo ich keine Ahnung habe, ob er gut ist. Lord Braska's daughter? She just might have a chance. We'll get her to Kilika, we will. Hey, Deception, es geht. She does have a name, you know. Yuna. Lady Yuna. Well then, we pray for Lady Yuna's safe passage. Keine Ahnung wieso, aber irgendwie habe ich es damals hingekriegt, den Jackshot zu vergeigen. Fragt mich nicht wie, irgendwie habe ich es geschafft. Und habe ihn dann nie bekommen. Ich weiß auch nicht. Yeah, yeah. Okay. Das Wasser sieht echt nice aus.
Habe ich das gerade richtig gesehen? Hat er noch sein Preisschild hinten an seiner Kapuze? Der Tidus. The wind. It's nice. Hm. You're a blitzball player, aren't you? From Xanarkin, right? You hear that from Waka? Mm-hmm. Huh. Waka. Waka doesn't believe me at all. Waka glaubt, meine Mundanimation ist dumm. But I believe you. Huh? No. I've heard in Xanarkin, there is a great stadium, all lit up, even at night. Huh? War. The blitzball tournaments are held there, and the stands are always full. How do you know that? A man named Jack told me. He was my father's guardian. Jack. My father. His name is Jack. Amazing! An wen erinnert mich Jonas Stimme gerade? Our meeting like this must be the blessing of Yevon. Ich finde persönlich Yuna einfach nur cute, also. Ich weiß auch nicht, ich mag sie einfach. My old man, he died. 10 years ago, off the coast of Xanarkin. I'm sorry. He went out to sea for training one day and never came back. Er hat übertrainiert. And no one's seen him since then. Why, that's the day that Jekt came to Spira. But, it's true, I first met Jekt 10 years and 3 months ago. I remember that was the day. Und 3 Monaten. 100, 95 Tagen. What? The date fits, doesn't it? Hat sie gerade gesagt, the dick fits? Yeah, but how would he get here? Ich meine, okay. Are you not? Elise aus Fire Emblem? Nee, ich. Die Stimme kommt mir woanders her bekannt vor gerade. Aber irgendwoher kommt sie mir bekannt vor. Oh shit! The ball! Date fits. Okay, ich hab's. Man hört immer, was man will, ne? Grabbing tits. Oh shit, Moby Dick. Oh fuck. Friss Müll, du Vieh! Stick a harpoon in him and we'll all get dragged under. Zin is going for Killica. We gotta distract him. Our families are in Killica. Forgive us, Lady Summoner. Wait! Oh boy. Digga, das Ding ist riesig. Wow, und einer hat es tatsächlich vergeigt. Wie?
Niau. Ach shit, Kimari haben wir jetzt ja auch bei uns. Wie gesagt, das Coole an Kimari ist, der kann halt schlicht und ergreifend Sachen beschwören. So, aber ich glaube... Er war wacker. Das ist... Nee. Kleinvieh muss ich jetzt nicht unbedingt. Ah, ich werde erstmal die Kleinen los. Ball! Was? Achso. So, Dragonik. Hat das Ding irgendwas? Glaube nicht. Boah, Ship! Sam! Sonst, ich kann ja mal gucken. Kann ich Dragonik an dem Vieh benutzen? Ich glaube aber nicht, dass er was hat. Ball! Ich mag Kimari ehrlich gesagt auch nicht, aber... Das Schlimme ist, wir brauchen ihn später. Ich kann ihn also nicht komplett ignorieren. Ich kann ihn leider nicht komplett ignorieren. Fan vom Gegner, ja, ich weiß doch. Ich werde überlegen, ob ich Kimari gerade... Ne, Tidus übernimmt die hier. Erstmal ihn hier. Wham! Scheiße. Ne, Wacker brauche ich gerade. Da! Schmolzball! Ist gut, Wurf! Warte mal. Es reicht gerade so nicht. Ja, aber ich glaube, die haben nichts, was ich da lernen kann. Ball! Aua! Ja, ich nehme Kimari raus. Hier kann ich wenigstens mit Schwarzmagie noch auf Dings gehen. Ja, doch. Der ist futsch. Warte mal. Ach komm, hier, ab Ball. Aua. Das ist nicht so schlimm. Funktioniert Eis bei dem Ding besser? Eis! Boi! Okay. Hm, komisch. Irgendwo kam mir die Stimme trotzdem bekannt vor. Ich weiß auch nicht. Merkwürdiges Ich. Okay, du shut the fuck up. Ihm fehlt so ein Stückchen, die Dinger zu one-shotten. Es erinnert echt ein bisschen an Delago. Ja, doch. Ich glaube, Blitz ist immer noch am effektivsten. Jiraji, das ist nicht wahr. Das weißt du. So, das machen wir jetzt mit dir. Hm. Bam!
Aua, Mann! Dir da. Aua! Genau genug, sehr schön. Heute gibt's Sushi! Ach komm, viel kann das Ding nicht mehr aushalten. Ball! Aua! Ja, okay. Aber Lulu ist halt Fernkampf. Das ist gerade praktisch einfach. So, just not enough. Haben wir ihn? Ja, sehr schön. Wie zur Hölle funktioniert Wackers Ball? I have no idea. Jo, spring einfach ins Wasser. Aua. Aua, aua. Aua. Gut, dass er sein Bein mitgenommen hat. Er hat Funkel nach mir geschmissen. Diesem Stream gebe ich einen Daumen hoch. Ich auch. Oh shit, es ist Flipper. Oh shit, an dich erinnere ich mich gar nicht. Alter, an dieses Vieh erinnere ich mich ja gar nicht. Aua, Mann! Wacker mit seinem Völkerball, ey. Yeah. Na gut, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Aua! Funktioniert das? Ja, ist blind. Gibt's nicht. Ich habe einen Ball nach ihm geschmissen. Jetzt ist er blind. Hab Ball. Volltreffer. Aua. Echt, wieso? Ich glaube, das ist nicht so der schlimme Boss. Ich meine, ich habe ihn jetzt erblinden lassen vorhin. Gucken, ob ich das gleich nochmal kann oder muss. Aber so wie es aussieht, muss ich nicht. Nee. Ist schon praktisch, dass er mich nicht sehen kann, aber die ist die Verblindung jetzt weg? Ich glaube, die Erblindung ist weg. Hier, hab einen Blindball. Blindball! Wie können wir so lange unter Wasser bleiben? Alter, wer das Ding blind ist, trifft es überhaupt nichts.
Ball! Wow. Au! Hoffnungslos. Wie kannst du hier hoffnungslos unterlevelt sein? Das ist ja noch nicht mal ein Ort, wo hier random Encounters unbedingt derbe sind. Wie hast du das gemacht? Mal bis hierhin war ja fast nur Tutorial. Ball! Ja, die kleinen Dinger abzumurksen bringt sowieso nichts. Die kommen ja eh immer wieder. Anfassen. Hashtag berühren. Die Qualle nimmt das ein bisschen wörtlich. Fuck you! Ja! Is dead now! Richtig, verpiss dich wieder in deine eigene Dimension. Piss dich in die Generation. Oh ja, Level. Aquawappen und eine Wasserbombe. Geil, ich krieg einen Wasserballon. You are going to die. Ich hoffe, ihr könnt alle gut schwimmen. You blocked me on Facebook. Now you're going to die. Oh, Scheiße! Nobla! Immerhin ist der Ball noch da. When Sin attacked Zanarkand that day, I woke up in Spira. I kept hoping it would work in reverse, too. I will defeat Sin. I must defeat Sin. I was just fooling myself. Maybe it was that day, on the sea, under the burning sun. I started to give up hope. I was in a foreign world. I wasn't going home. This was my new reality, and I was stuck in it for good. Hattest du in deiner Realität jemanden, mit dem, wo du so liegen konntest? I mean Jesus! Porta Kilika, oder was davon übrig bleibt. Random Guy Username, guten Abend. Setz dich, nimm dir einen Keks, mach es dir bequem. Du cooler Typ. Ich komme aus dem Tempel und Besaid. Oh, Milady Summoner! If there is no other Summoner here, please allow me to perform the sending. Der Tempel ist in Schutt und Asche. Our loved ones. We feared they would become fiends. Please, take me to them. Bah. Mann. We'll go see what we can do to help in town. Hä? Wir können ja mal gucken, ob wir den Leuten helfen können, die noch am Leben sind. Vielleicht gurgelt ja noch irgendwer rum.
Danke, Sora, fürs Hosten. Ach, Blödsinn, ich wollte doch keinen. Nee. Ja. Yeah. Bah. Hier dieser Mini-Weg nach unten für nichts. Wie war mein Tag so? Ja, die Arbeit wird immer depressiver, also... Du lebst also doch... Oh. Wow. Sorry, dass ich... Ne? Ich... Wow. Mein, aber gut, dass ihr wieder... Vorsicht, Muka, weil ihr alles tritt fest. Geht nicht weiter. Und wie ist er da hingekommen? Bah. Yo, what up? Sogar die Schrankstube halt zu erhöhen durch dein Ertragen. Wow, ja. Besauf dich. Ist richtig. Nee, Arbeit wird bei uns immer deprimierender irgendwie. Leute sind krank. Leute fehlen. Es ist schlicht und ergreifend nur stressig und nicht schön. Aktuell. What's ascending? Are we going somewhere? You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? Wow, ja, danke, dass ich nicht alles weiß. The dead need guidance. Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. Sagen wir es mal so, es fühlt sich bei uns auf einmal jeder sehr ungerecht behandelt und das leider zu Recht. Gibt einiges an Problemen, sagen wir es mal so. Es sind nicht unbedingt Winterdepressionen, Kashi. Es ist schlicht und ergreifend, ja. Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Sad, isn't it? The sending takes them to the far plane, where they may rest in peace. Summoners do this? Look at them titties. Ja, ich meine, es ist aber... Hier, Online-Gamer sagt das eigentlich gerade ganz gut. Es ist ganz geil, dass der Protagonist genauso wenig über diese Welt weiß wie der Spieler. Gibt halt einfach mal die Gelegenheit, das alles wirklich und vernünftig zu erklären. Kashi, wir sind leider auf der Arbeit keine Gemeinschaft. Wir dürfen gar nicht streiken. Wir können gar nicht streiken. Glaub mir. Ich hätte schon längst eine Rebellion angezettelt, wenn ich es könnte. Okay, nach der Szene kannst du im linken Teil der Stadt. Im linken Teil der Stadt. Okay, werde ich Ausschau halten. Ihr habt die Leute ziemlich schnell beerdigt. Unter Wasser. Nur mal so. Ja, ich habe mir die Links abgespeichert von den Games, also keine Sorge, ich werde mir das irgendwann mal angucken, genauer. Alpha Web Momiga, ganz ehrlich, das sind Tipps, die ich gut gebrauchen kann. Ich habe dieses Spiel seit Jahren nicht angefasst. Also ich bin da, ehrlich gesagt, über jede Hilfe dankbar. Weil sonst wäre es ziemlich erbärmlich, das von mir anzusehen wahrscheinlich. Okay, die Szene sieht verdammt geil aus in HD. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Kommt da mal aber schnell vor, weil das so schnell hintereinander passiert, so in-game, you know? It must be tough, being a summoner. Yuna chose her own path. She knew from the beginning what it meant.
all we can do is protect her along the way. Until the end. Until the end? What's the end? Until she defeats Sin. Oh. I hope I did okay. You did very well. They've reached the far plane by now, but no tears next time, I wished there would never be a next time. No more people being killed by Sin. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange, and somehow, horrifying. I never wanted to see it again. Random auf dem Boden schlafen. Alter, was ist mit dem Kind los? Alter, Kind, komm runter! Alter Verwalter. Kind rastet aus. Seien wir ehrlich, jeder guckt in diesem Spiel ein bisschen emotionslos. Aber das könnte damit zusammenhängen, dass hier, ja, Gesichtsanimation, ne? You awake? Captain Walker's waiting for you. So, im linken Teil der Stadt. Wollen wir mal rauskriegen, wo der linke Teil der Stadt ist. Yo, super Rettung! Wow! Das Kind ist fast as fuck, boy! Yoga-Move. Stimmt, und jetzt hast du gesagt, kann ich mir hier was abholen. Achso. Schon fort. Achso. So, Moment, jetzt habe ich sie gerettet, aber was habe ich jetzt verpasst? Müsste im rechten Teil der Stadt sein. Okay, warte mal. Dann also in die Richtung hier. Fast as fuck, boy. Ah, hier! Ein Äther. Und ein Albed-Buch bei dem Besoffenen. Jetzt essen, ich will einfach hier bleiben. Das ist mir, es macht mir Angst. Ich bin super Depri. Gib mir das Buch da! Ja, dir, nimm's ruhig. Ja, Dankeschön von mir. Oh shit, wir haben. Der ist nun Albed Evidnevi. Okay, da war ein Äther drinne. Sag mir jetzt nicht, ich hätte zuerst mit ihr reden sollen. Und dann. Jetzt ohne Scheiß. Ich meine, ich kann nochmal. Ändert sich das? Also hier. Hat schon gepasst. Okay, gut. Ich dachte, ich hätte es jetzt verbockt, weil ich zuerst die Truhe aufgemacht habe. Sagte Motto, yes, you fucked up. Sonst hätte ich schlicht und ergreifend den Safe geladen. Wäre jetzt auch nicht so dramatisch. High Summoner O'Holland used to live in the Kilika Temple here. Yep. Lord O'Holland. Echt, war schwer, in Äther ranzukommen hier? Walker. Praying for victories, all good. But is this right? Something wrong with enjoying Blitzball? Is this really the time? This is the only time.
The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Whatever you say. Let's play and win. Right? Right. Echt, ist da keine Äther zu kaufen? Echt jetzt? Kann mich gar nicht dran erinnern. Achso, ich dachte, man könnte bei ihr was auch. Dachte, man könnte bei ihr noch shoppen. Ist hier sonst noch irgendwas? Ach, guck mal. Hey, Alte. Lass die Finger davon. Oh, wir sind ja ein Kunde. Oh shit, Wissensdurst. Mit Durchschauen ist nice. Stichlanze. Genau dasselbe, oder? Monster, man sieht. Ah, so. Datenball. Ach, die haben alle Durchschauen. Okay, gut. Kann ich die Kiste aufmachen? Nee, kannst offenbar nicht. Die Alte sagt, nö, darfst du nicht. Vielleicht, wenn ich was kaufe. Ich kauf auch was, Alte. Ja, ich kauf auch was. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Wer braucht jetzt irgendwie mal was? Da können wir was Besseres gebrauchen. Blindwappen ist gar nicht schlecht. Kimari hat nichts. Kaufen wir für Kimari was? Wie eine Rüstung oder sowas. Und der Wanderschild könnte nicht schlecht sein. Nee. So. Hat Kimari den jetzt? Ja, hat er. Okay. Braver Kimari. Hast du gut gemacht. Ich will die Truhe. Na gut. Dann halt nicht, Alte. Lass ich deine scheiß Truhe halt da. Ich sehe nicht so toll. Ich Segen, war dir ein Segen. Ja, sehr schön. Segen, Segen, Regen. So viel kaputt, ich weiß gar nicht, wie ich mit den Reparaturen anfangen soll. Wie wär's, wenn du überhaupt mal anfängst und nicht nur dumm rumliegst? Wäre ein böser Traum. Wenn ich mal wache, wäre wieder beim Alten. Aber nichts ist beim Alten. Schlecht. Dann sind wir auf der Reparaturen umsonst. Durchaus. Vielleicht wäre es gar nicht mal so doof, wenn ihr hier nicht auf dem Meer baut. Nur mal so. Da, wo das Vieh im Grunde herkommt. Nur so. Nein, ihr wurde von Sinn vergiftet. Bitte habt Nachsicht, wer hier von Sinn. Okay. Was geht? Was guckst du denn so? Wieso kannst du so? Jo, was geht mit dir? Oh, ich hätte fast die Truhe hier übersehen. 3 Potions! Oh, ein Potion! Oh, du hast einen Potion übersehen. Ach doch, Spoiler, hier war eine Scheiße. Ja doch, stimmt, wenn ich mich jetzt erinnere. Kauf dir jetzt dein eigenes Sogen für 9,99. Das Clippet-DLC gibt's für 6,50 dazu. Gibt's für 6,50 gratis dazu. Macht voll Sinn. What's up? What up? Yuna is saying she wants you with us. Huh? Nice. I want to ask you to be my guardian. Geil. You know what? There's no time for jokes, yeah? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Not a guardian, then. I just want him nearby. What? What? What do you mean? It's just that
Well, we're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. My apologies. Das sind Einzelhändlerstrategien. Du sagst, es gibt's gratis dazu, aber nennst vorher den Preis. Leute werden nie darauf kommen. Kimari, uninteressanter Charakter. Kimari, why don't you use Lancet on it? Ach, guck mal. What's a Lancet? Normally, it's a skill that weakens enemies and heals the user. But when Alonso uses it, that Lancet can sometimes learn Fiend's abilities. Hey, sounds cool. Klingt geil. Kernspucken! Oh shit! Oh, ich will, dass Kimari jetzt einen Kern spuckt. Feintech! Kernspucker! Bleh. Das ist so doof! Das ist so blöd, ey. Kimari spuckt einfach Kerne. Datenball. Waka. Nässeschlag, Kälteschlag und Durchschauen. Das ist nicht... Dann nehmen wir den Datenball. Okay. Muss aber auch mal wieder aufs Sphärobrett. Ich habe jetzt schon... Yuna hat noch gar nichts bekommen. Yuna braucht ernsthaft mal Liebe. Yeah. Yeah. So, Kimari. Warte, war hier nicht irgendwo ein Blocker? Ja, hier ist ein Level 4er Sphero-Stopp. Hier kann ich Ultima lernen. Schön und gut. Oh, ich glaube, das war das an Kimari. Man konnte mit ihm... eine Handvoll Wege gehen, wenn mich nicht ganz täusche. Treffer, Analyse, Geschick. Hier kann er den Weg von Wacker gehen, aber hier, okay, hier kommt er sowieso nicht lang, weil hier ein Sphero-Stopp ist. Und Analyse muss ich ihm jetzt nicht unbedingt beibringen. Dragonik hat er schon. Da geben wir ein paar mehr AP, warum eigentlich nicht? Es gibt leider Malboros hier, Malboros, Mad Oscars in diesem Game. Und sie sind schlimm. Oh, Reflex. Das ist nice. Ja, ich glaube, ich muss aber in die Richtung. Weil das ist Level 4, das ist Level 1, komme ich auch nicht lang. Okay. Das ist mehr MP. Und sing. So, weiter bewegen können wir uns mit ihr nicht. Yuna hat noch gar nichts. Wacker mit dir brauchen wir sowieso nicht weitergehen, wirklich. Machen wir mal so. Einmal. Nochmal. Spaceballs? Ja, ich kenne den Film. Ziemlich witzig, aber ich habe ihn seit Ewigkeit nicht mehr geguckt. Ach stimmt, hier waren wir jetzt. Geschick, das hatten wir jetzt. Okay. Alles gut. Ich muss mal Yuna mit rannehmen. Gruppe. Kimari, verpiss dich mal. Hi. What up? Ich will mich hier ein bisschen umgucken. Das ist jetzt so das erste Gebiet, glaube ich, wo tatsächlich auch random Encounter kommen.
Ja, beschwören. Ich hau dir einfach mit meinem Stab. Wie ist das? Wow, nice. Hier, brenn ab. Und wham. Mach kaputt. Wow, du bist echt ein Aim-Meister. Eins hoch. Ich gucke mich halt gern um und ich genieße die Umgebung hier. Fakt bei mir auch an sich, habe ich nichts gegen... Kannst du mal aufhören, mir rumzuknabbern? Nee, nicht beschwören. Weiße Magie. Ach shit. Die ganzen Ex-Dinger habe ich noch gar nicht. Okay. Ging das? I could take care of those alone, huh? Aha! Klopp. Ach so, Wasser. Anyone thirsty? Hat jemand Durst? Trink mal. Gek. Nice. Nice Sache. Ist immer schwierig hier. Ich will mich hier umgucken, so ein bisschen nach, genau nach sowas Ausschau halten. Sehr schön. Aber gleichzeitig auch auf den Chat achten. Ich bin schlicht und ergreifend nicht kompetent genug. Ach, die Dinger schon wieder. Aber mal, die hatten. Stimmt, Kälteresistenz, genau, das war das. Ihr mögt aber keine Kälte. An dir oder an. Ah, an dir saugen. Nix. Sowas wie Schutz? Ich glaube. Bin mir unsicher. Du da. Hab einen Ball. Yo, what up? What up, Schlampe? Nö. Was willst du denn, Schlampe? Das ist Lasagne in der Küche, Schlampe. Die schmeckt auch gut, Schlampe. Company, halt! The fiend before us is Ochu, Lord of the Wood. We've had trouble with this one before. Remember, discretion is the best. Nee, ich weiß. Sind coole Menschen. Ist die Lasagne, Schlampe. Dreieck war verteidigen, genau, jetzt weiß ich wieder. Voll verplant. Bonk. Is a bee. Hier und da immer mal jemanden auslutschen, nur um es mal rauszuhaben. Freeze. Destroyed. Solche Bienen will ich immer auch in meiner Wohnung. Schlimm sowas. Ich glaube, ich spiele heute nur FFX. Wobei... Ja doch, ich spiele, glaube ich, nur FFX heute. So, was hast du? Okay, du magst kein Voivoi. Guck erstmal nicht. Alter, der ist immun. Wie uncool.
Na okay, aber Feuer wird's tun. Kesuna wohnt nur hier. Ich darf sie so oft Schlampe nennen, wie ich will. Okay, ich glaube, das bringt nichts. Wie viel Schaden? Solid. Okay, aber Kimari nehme ich raus. Lulu brauche ich wegen dem Feuerschaden. Los, Muckermann. Was? Gemeinsame Pflicht aus dem Kampf? Nee, das brauche ich doch gar nicht. Wieso habe ich das? Ich weiß, ich muss mich daran erinnern, nicht die anderen Karas einzusetzen. Ich muss auch... Warum zum Fick hat sich jetzt Skype geöffnet? What the fuck? Was war das denn jetzt? Ohne Grund hat sich gerade mein Skype geöffnet. Stimmt, ich habe ganz vergessen. Man kann ja während des Ganzen auch seine Waffe wechseln. Voll praktisch an sich. So, wir wissen, der Kerl ist immun gegen so einen Scheiß. Ball! Sehr schön. Ich merke schon, Skype will Aufmerksamkeit, aber es kriegt sie nicht. Ich benutze Skype aus einem guten Grund nicht mehr. Dem muss ich mich sicher erinnern, weil ja, Kimari ist schlicht und ergreifend unterlevelt irgendwann wie Sau. Ach ja, stimmt, ich hab ihn ausgewechselt. Da war ja was. Zack. Shit. Ja, dafür habe ich ja Yuna. Skype Lotus, mich Senpai. Yeah. Ey, wie uncool. Warum dieser Gift-Scheiße? Boah. Ich mach Skype, hau ab. Ich sollte Yuna Lulu heilen. Hier, trink den. Scheiße, das Ding. Lässt du das sein? Ja, gute Idee eigentlich. Gerade jetzt, wo er pennt. Los, Weehawk! Tu dein Ding! Weehawk Attack! Skype ist halt echt ab einem gewissen Punkt scheiße geworden, seien wir ehrlich. Alter. Ob Beschwören so eine gute Idee war, ich bezweifle es gerade. Voll, voll. Ja, Erdbeben kann mich nicht treffen. Ich bin in der Luft. Aha! Na komm. Oh, jetzt ist Ende. Solares Beam! Los, Weehawk, Solarstrahl! Fuck you! Well.
Well, Weehawk. Well. Er hat seinen Job getan. Er hat Solarstrahl benutzt. Viel kann das Ding nicht mehr haben. Das war ein schöner Crit. Ach nee, beschwören will ich ja gar nicht. Oh, Wacker. Boom! Einfach Wacker. Kommt rein und schmeißt dem Ding Ballernschädel. Ein EP-Spheroid. Und Bella Döner. Wow. A summoner and her guardians. Very impressive. Sir, we should fight too. We'll get our chance soon enough. Rest in YouTube poops, Weehawk. Weißt du, kommt in den Fight. Bam, Ball. Victory. Nein. Nein. Yeah. Er trifft jetzt besser. Dem ist recht so. Wacker kann jetzt besser zaubern. Weil ich Wacker unbedingt Zaubern beibringen wollte. Ja. Ja. Zauberabwehr. Und Reflex. Sehr schön. So sehr es mir widerstrebt, ja Kimari was zu geben, ne? Ich komme auf Kimari schlicht und ergreifend nicht klar. Was ist hier oben? Einfach nur Treffer. Ach, X4, jetzt kriege ich das, okay. Und da komme ich sowieso nicht durch. Hier Schutzengel, genau, Schutzengel ist krass. Gut. Bewegen. Dahin. Ability Sphero. Jetzt kann ich mich immer für einen Zug lang gegen, ich glaube, die ganzen X-Dinger waren schlicht und ergreifend da, dass du hier dich kurz immun machen kannst gegenüber Dinge. Ich reden kann sehr gut. Giftschlag! Der ist um einiges besser. Warum habe ich den nicht? Kimari und die Klippe. Also Kimari würde ich eher noch am ehesten mit dem Klippen, mit der Klippenregel vertraut machen. You know. Warte mal. Wow! Take it easy, huh? I'm fine. Blödsinn. Schmeiß die Dinger mit dem Ball ab. Aua! Ich mag die Musik, ey. Nice shot. Come on. Bam. Du kleiner Penner. Hier. Let's go. Ernsthaft. Oh Mann. T-Shirt für Klippenregel. Ja, ich glaube auch. Ne, hier war ich jetzt. Ich versuche mich halt hier ein bisschen immer umzugucken, damit wir tatsächlich auch... Ach ja, warte mal. Konnte ich... Warte mal. Konnte ich? Nice. Nee. Bäm! Und Ball! Bis ich meinen eigenen Fanshop habe, das dauert noch ewig.
Ihr könnt ja Wetten abschließen. Werde ich zuerst Twitch-Partner oder kriege ich einen Fanshop? Diejenigen, die darauf wetten, dass ich beides nicht schaffe, die gewinnen. Fortuna-Sphero. Ich glaube, der hat... Für Glück? Good luck, good luck. Ach du Scheiße. Destroyed. Biene! Und, nee, warte, Wasser. Water! Ich wüsste nicht mal, wie man Klippenregel visualisieren könnte. Ganz ehrlich. Ein Dönerschild! Strom 50%, ist auch nicht schlecht. Hm. So viel AP sind das nicht. Komm. Im Grunde waren das überhaupt kaum was an HP, die man da bekommen hat. Ich sollte übrigens mal... Ach nee, warte mal. Dass Yuna gelevelt wird, ist mir dann doch ein bisschen wichtiger. Klopp ihn! Water! Wow, 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 wow. Money. We got to have money. Negi, negi, negi. Ach, das war Yuna. Let us guardians. The peaks. Mal, was warst du? Ach, Eis. Hier, hab Eis. Echt, Yuna hat einen späteren höheren Dings Magie-Level als Lulu? Das ist krass. I didn't know that. Oh, oh. These stone steps have a history, you know. Oh shit, es ist Reiseführer Wacker. Pass bloß yep. auf. Lord O'Holland trained here at his peak. Was guckt ihr so pervers? A race, huh? Think you can beat me? Ja. Yuna, if you would. Ready? Hey! Ah, huh? Hey! Uncoole Menschen! Aber so lange mache ich heute auch nicht mehr. Morgen wieder Frühschicht. Also ich bin ja auch fucking müde. Mal gucken, ich hab ganz vergessen. Shit, da ist ein Boss. Scheiße. Na gut. So viel zum Thema, so viel mache ich heute nicht mehr. Ah, scheiße, stimmt. Weehawk lasse ich erstmal noch aus der Sache raus. ...3000? Stärke Feuer... Warte mal, ich hab doch... Nee, nee, nee. Ach nee, scheiße, das Ding heilt sich durch Wasser, das war das. Oh, fuck. Regeln des Spiels, ich muss sie nochmal lernen. Das habe ich vergessen. Es war... Feuer. Oder?
Ach, scheiße. Its tentacles absorb any spells cast at its body. Dann sollte Lulu sich erstmal, glaube ich, verkrümeln. Wieso habe ich das Ding nochmal draußen gehabt? Scheiße! Gedanken zu Ende denken, dann denken. Aua! Gottes Willen! Kimari! Do your thing. Okay, das funktioniert immerhin. Nein, 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 nein! Ich hab den Ball! Immer noch. Ich muss echt denken. Ich muss aufhören. Ich muss richtig denken. Nicht schlecht. Scheiße, Wacker pennt. Der Wackerlud pennt. Aber halber Schaden durch Eis. Also Wacker ist hier absolut wertlos. Gerade. Lieber dann so. Negi, negi. Kimari macht ganz gut Schaden an sich. Das ist nice. Ah, scheiße, stimmt. Ekelteil. Es hat Kimari voll gesipscht. Oh shit! Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was im Stream sein sollte. Ja, hier vielleicht erstmal seine Vergiftung heilen sollen. Wieso wird denn sowas angezeigt? Hier ist das. Wow! Okay. Wie weitermachen? Einfach draufhauen. Sing. Du machst echt gleich mal schlechten Schaden, mein Freund. Ausrasten. Oh, aber Muckermann ist auf Ausrastung aus. Ja, oh, gerade noch so. Nice. Erstmal heilen. Nur Wacker noch mal raus. Der pennt ja nicht mehr. Aber er macht weniger Schaden, das war ja nicht dumm. Aber Wacker hat seine Ekstase fast voll. Ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, ihn dafür drin zu lassen. Ich schätze mal, Wacker hält noch einen Angriff aus. Shit, warte mal.
Du heilst mal. Alter, Wacker ist an sich ziemlich tanky. Ja, ich bin schlecht. Ich brauche hier voll lange, ich weiß. Und echt einen übergroßen Rasenmäher, das wäre voll cool jetzt. Weißt du was, wir lassen Lulu den Rest machen. Burn this fuck down! Das hätte ich direkt machen sollen, ich Idiot! Ich hätte Lulu direkt drin lassen sollen, ich Trottel. Sorry about that. Hope to break you in a little slower. Being a guardian's tiring. You handle yourself pretty well. You got talent. Nay. Ich hätte schneller machen können. What are these sin spawn anyway? Fiends. They fall from Sin's body and are left behind in its wake. Leave him alone and Sin comes back for him. You gotta be quick. That moment when Waka told me I had talent in battle, I think that was when I started seriously considering becoming a guardian. Caden Sif und Blind, oh nice. Blindschlag, das ist absolut unnötig im Grunde, weil ich mit dem Ding nicht angreife. So. Na, zum nächsten Save Point können wir jetzt auch noch. Jetzt ist es auch egal. Alles klar, Onkel Wolf, ich mach sowieso nicht mehr lange heute. They got fiends in Xanarkand too. Just a few. It's a big deal when one shows up though. Hey, since one of you believe me about Xanarkand anyway. I've been thinking. Maybe people Sin gets to don't die. Maybe Sin carries them through time, like 1,000 years through time. And then one day, maybe they just pop back, see? In unserer Zeit wäre sowas total wahnsinnig. Simply amazing. Hm? You make up one theory. That's what I considered to become a gardener. Simple truth. Da wollte ich ein Gärtner werden. Sin didn't take Chapu anywhere. Sin crushed him and left him on the Jose shore. Your brother won't just pop back. Oh, and one more thing. No matter how much you want it, no one can take Chapu's place. No one can replace Sir Jekt, for that matter. And there's no replacement for Lord Braska, either. Mädchen. It's pointless to think about it. And sad. Alter! I could never be what Chapu was. Well, stuff happens. Best not to worry. Waka, Lulu, and Waka's brother, Chapu. Something had happened between them a long time ago. I was sure of it. Well, whatever it was none of my business, that's for sure. Best not to go there. Mädel, ey. Auch ein Weg, die Stimmung zu killen? Mit einer Kettensäge? Irgendwann hier safe, kein Safe Point. Ja gut, gehe ich nochmal zurück und safe da. Gut, dann gehe ich halt nicht zurück und safe da. Wie ich jetzt sage, wenn sie nicht auftaucht. Er ist gerade aufgetaucht. Er war da. Hat ziemlich viel Stress gemacht. Ihr habt echt alle viel zu reden. Im Tempel ist ein Safe Point. Okay, das ist schön. Guck mich hier nur noch mal ein bisschen um. Ich finde den Ort schön hier.
Oh shit, es ist Team Rocket. You here to pray for victory too? Us pray? Who needs to pray? The Luka goers always win. Oh yeah? Then why are you here? We've been praying for some competition this year. So what's your goal this time? You gonna do your best again? Ha! It's too bad your best isn't good enough. Why even bother showing up? This time, we play to win. Ooh, play away. Just remember, even kids can play, boys. See you in the finals. We'll beat them. We have to. You know that team? Putting people down? They're as bad as my old man. But Sir Jekt was a kind and gentle man. Well, not my Jekt. Even 10 years after he left, just thinking about my old man got me angry. But maybe that was just my way of keeping him... Nah. Nah. Ei. Jeder macht jetzt Zanke. Mal gucken, was es hier so gibt. Hey, Opa. Nun, er wird auf die Mannschaft aus Kilia gewinnen. Ich bin Brechenhafen, Berber. Ist hier irgendwo irgendwas? Die typische Strategie, durch die Gegend rennen und Sachen antippen. Wow, wow, wow. Der Bürgesang. Oh, soll mir. Oh shit, I'm fast as fuck, boy. Okay. Ist irgendwo irgendwas? Habt ihr Kinder hier irgendwo irgendwas versteckt? Sieht nicht danach aus. Na gut. Wenn es Probleme gibt, C4. Die Denkweise mag ich. Ah gut, hier ist ein Safe Point. Coole Menschen. So. Aber den Dungeon mache ich heute nicht. Heute sollte das genügen. This should be enough for one day. Next time, Mr. Fox. Ja, es sollte genügen für heute. Ja. Es ist doch länger gewesen, als ich dachte jetzt hier. Wird eigentlich auch heute nicht... Ich wollte von Anfang an nicht so lange machen, Leute. Aber ja, was will man tun? Ich wollte auf jeden Fall streamen. Mal gucken, vielleicht morgen wieder. Sogar höchstwahrscheinlich morgen wieder. Ich weiß nur noch nicht was. Oder wann und wieso. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich am Donnerstag nicht streamen werde, weil ich da auf einmal Spätschicht habe und alles aktuell ziemlich in die Grütze geht, was meinen Arbeitsplan angeht. Das ist voll nervig.